Hallo, hier ist Iris. Ich habe in diesem Monat mein fünfjähriges Bestehen. Und aus diesem Anlass habe ich eine Geburtstagsaktion ausgeworfen, die da heißt: Schreib mir eine erotische Geburtstagsgeschichte oder schreib mir deinen Fetisch auf. Nun, wie auch immer, der erste ist jetzt eingetroffen und das ist der Lederhosenwindel, Mats. Hört einfach mal rein. Es gibt Menschen, die ihren Fetisch oder Neigung ganz und gar in ihr Leben integriert haben, so dass sie es tagtäglich ausleben und sich komplett damit identifizieren. Dazu gehört der kleine Lederhosenwindelmatz, der im Innersten seiner Seele einfach nicht erwachsen und sauber werden will. Er läuft quasi nur in Lederhosen rum. Im Frühjahr, im Sommer in den kurzen Lederhosen mit Knöpflatz und den obligatorischen Hosenträgern. Angeköpft im Herbst und Winter in den Kniebundlederhosen, so wie es in den 50ern, den 60ern und teilweise auch noch in den 70er Jahren bei den Jungen und ab und an auch bei den Mädels üblich war. Darunter trägt er eine 24/7 lang, also rund eine Windel mit zusätzlicher Einlage und eine PVC-Schutzhose darüber, damit nichts ausläuft, wenn Pipi und AA in die Windel geht. Auch des Nachts geht der kleine Lederhosenwindelmatz gut gepempert und mit Lederhose ins Bett. Mit großem Vergnügen strapaziert der kleine Lederhosenwindelmatz seine Lederhosen und um wie früher auszuprobieren, was die Lederhosen aushalten. Besonders am Popo und rutscht überall mit seinen Lederhosenwindelpopo herum und macht sich einen Spaß daraus, die Lederhose so richtig dreckig und speckig werden zu lassen. Richtig eingesaut müssen sie sein. Da seine Erziehungsberechtigten damals schon versucht haben, dem kleinen Lederhosenwindelmatz sauber und trocken zu bekommen, allerdings nur mit mäßigem Erfolg bis heute. So gab es natürlich, wenn die Windel mal wieder voll und nass war und er es nicht gesagt hatte, dass er eine frische Windel brauchte, weil er mit Spielen und anderen wichtigen Dingen beschäftigt war und dann heimkam, ordentlich und feste den nassen Stinke Lederhosenwindelpopo versohlt. Da musste er sich mit dem Gesicht zur Wand in die Ecke stellen, die Hände an die seitliche Lederhosennaht und nach gewisser Zeit wurde er dann frisch gewickelt. Es wurde am Lederhosenwindelpopo gefühlt und ehe sich der kleine Lederhosenwindelmatz versah, lag er schon über dem Knie eines seiner Erziehungsberechtigten. Sessellehne, Bettkante und sein Lederhosenwindelpo wurden windelweich gehauen. Mit dem Kochlöffel, mit dem Rohrstock, mit dem Teppichklopfer, Holzknüppel, Reitgerte, Ochsenzieher, Elektrokabel. Je älter der kleine Lederhosenwindelmatz wurde, desto heftiger und länger wurde sein Lederhosenwindelpopo windelweich versohlt. Auch heute geht der kleine Lederhosenwindelmatz von Zeit zu Zeit in ein Domina-Studio, wo ihm wie früher sein Lederhosenwindelpopo windelweich geprügelt wird. Mit den gleichen Utensilien wie früher, bis der nasse und volle Lederhosenwindelpopo glüht und brennt und er die nächste Zeit nur unter Schmerzen auf seinen Lederhosenwindelpopo sitzen kann. Doch irgendwann war auch die beste Lederhose gut durchgerutscht oder dermaßen dünn geworden. Oft ist das Leder auch morsch geworden, wenn die Windel ausgelaufen war vom Pipi und AA. Meist geschah das am Hosenboden, so dass auch der Schuster nichts mehr machen konnte. Dann wurde die Lederhose verbrannt, weil die abgewrackten Lederhosen zuvor heimlich wieder von ihm aus der Aschtonne herausgeholt wurden und er dabei erwischt wurde, ging es in den Garten zur Feuerstelle. Die Lederhose wurde mit Spiritus übergossen und angezündet, und die Lederhose brannte lichterloh. Er schrie wie am Spieß, weinte Rotz und Wasser, und für die Lederhose war es in seinen Augen ein qualvoller Feuertod. Denn sie zog sich allmählich zu einem Klumpen zusammen, was natürlich eine gewisse Zeit dauerte, denn die brennende Lederhose wehrte sich natürlich verzweifelt bis zuletzt. Noch heute verbrennt er seine Lederhosen wie früher, wenn sich keine Reparatur mehr lohnt und das Leder morsch geworden ist, damit keiner nach ihm mit der Lederhose mehr etwas anfangen kann, und natürlich auch als Strafe, so wie früher.
Dies ist die Geschichte vom kleinen Lederhosen-Windelmatz, der in seiner Neigung, seinem Fetisch, seine Kindheit wieder auferstehen lässt, mit ganzem Herzen auslebt und ein nicht mehr wegzudenkenden Teil seines Lebens geworden ist. Der kleine Lederhosen-Windelmatz. Daraus, die Lederhose so richtig dreckig und speckig werden zu lassen. Richtig eingesaut müssen sie sein. Da seine Erziehungsberechtigten damals schon versucht haben, den kleinen Lederhosenwindelmatz sauber und trocken zu bekommen, allerdings nur mit mäßigem Erfolg bis heute. So gab es natürlich, wenn die Windel mal wieder voll und nass war und er es nicht gesagt hatte, dass er eine frische Windel brauchte, weil er mit Spielen und anderen wichtigen Dingen beschäftigt war und dann heimkam, ordentlich und feste den nassen Stinke-Lederhosenwindel-Popo versohlt. Da musste er sich mit dem Gesicht zur Wand in die Ecke stellen, die Hände an die seitliche Lederhosennaht und nach gewisser Zeit wurde er dann frisch gewickelt. Hallo, hier ist Iris. Ich habe in diesem Monat mein 5-jähriges Bestehen und aus diesem Anlass habe ich eine Geburtstagsaktion ausgeworfen, die da heißt, schreib mir eine erotische Geburtstagsgeschichte oder schreib mir deinen Fetisch auf. Nun, wie auch immer, der erste ist jetzt eingetroffen und das ist der Lederhosenwindelmatz. Hört einfach mal rein. Es gibt Menschen, die ihren Fetisch oder Neigung ganz und gar in ihr Leben integriert haben, so dass sie es tagtäglich ausleben und sich komplett damit identifizieren. Dazu gehört der kleine Lederhosenwindelmatz, der im Innersten seiner Seele einfach nicht erwachsen und sauber werden will. Er läuft quasi nur in Lederhosen rum, im Frühjahr, im Sommer in den kurzen Lederhosen mit Knöpflatz und den obligatorischen Hosenträgern. Angeköpft und voller Lederhosenwindelpopo glüht und brennt und er die nächste Zeit nur unter Schmerzen auf seinen Lederhosenwindelpopo sitzen kann. Doch irgendwann war auch die beste Lederhose gut durchgerutscht oder dermaßen dünn geworden. Oft ist das Leder auch morsch geworden, wenn die Windel ausgelaufen war vom Pipi und AA. Meist geschah das am Hosenboden, so dass auch der Schuster nichts mehr machen konnte. Dann wurde die Lederhose verbrannt, weil die abgewrackten Lederhosen zuvor heimlich wieder von ihm aus der Aschtonne herausgeholt wurden und er dabei erwischt wurde, ging es in den Garten zur Feuerstelle. Die Lederhose wurde mit Spiritus übergossen und angezündet, und die Lederhose brannte lichterloh. Er schrie wie am Spieß, weinte Rotz und Wein. Es wurde am Lederhosenwindelpopo gefühlt, und ehe sich der kleine Lederhosenwindelmatz versah, lag er schon über den Knie eines seiner Erziehungsberechtigten. Sessellehne, Bettkante und sein Lederhosenwindelpo wurden windelweich gehauen, mit dem Kochlöffel, mit dem Rohrstock, mit dem Teppichklopfer, Holzknüppel, Reitgerte, Ochsenzieher, Elektrokabel. Je älter der kleine Lederhosenwindelmatz wurde, desto heftiger und länger wurde sein Lederhosenwindelpopo windelweich versohlt. Auch heute geht der kleine Lederhosenwindelmatz von Zeit zu Zeit in ein Domina-Studio, wo ihm wie früher sein Lederhosenwindelpopo windelweich geprügelt wird. Mit den gleichen Utensilien wie früher, bis der nasse, im Herbst und Winter in den Kniebundlederhosen, so wie es in den 50ern, den 60ern und teilweise auch noch in den 70er Jahren bei den Jungen und ab und an auch bei den Mädels üblich war. Darunter trägt er eine 24/7 lang, also rund eine Windel mit zusätzlicher Einlage und eine PVC-Schutzhose darüber, damit nichts ausläuft, wenn Pipi und AA in die Windel geht. Auch des Nachts geht der kleine Lederhosenwindelmatz gut gepampert und mit Lederhose ins Bett. Mit großem Vergnügen strapaziert der kleine Lederhosenwindelmatz seine Lederhosen, um wie früher auszuprobieren, was die Lederhosen aushalten. Besonders am Popo und rutscht überall mit seinen Lederhosenwindelpopo herum und macht sich einen Spaß.